Warum du mit deinem Unternehmen keine Angst davor haben solltest, Bilder zu machen für deine Social Media Auftritte, erfährst du heute. Viel Spaß dabei und bis gleich. Ja, willkommen auf dem YouTube-Channel der A&M. Ich habe heute wieder meinen Kollegen Nico dabei. Und wie schon im Intro beschrieben, wollen wir dir heute sagen, warum du keine Angst vor Bildern haben solltest. Generell ist es wichtig jetzt oder gerade in der jetzigen Zeit im Marketing mehr Personality reinzubringen. Das heißt auch, dein Unternehmen nach außen zu spiegeln. Immer wieder haben wir das Problem in den Onboardings mit der Zusammenarbeit, dass unsere Partner Angst davor haben, sich ja, abfotografieren zu lassen. Ja, das ist, sie tun sich schwer, einfache Dinge wie ein Foto, ein Handyfoto oder ein Video, ist vielleicht sogar schon zu viel verlangt in dem ersten Moment, oder erstmal nur ein Bild zu machen von ihrer Arbeit. Welche Vorteile hat es überhaupt? Warum empfehlen wir das? Du hast halt mit einem Bild dein Unternehmen, deine Mitarbeiter direkt nach außen gespiegelt. Außerdem hast du Bilder oder Bilder, die du nutzen kannst, die kein anderer nutzen kann. Das heißt, du hast im Online-Business sozusagen deine eigenen Bilder, die kein anderer haben kann. Und so kann es nicht dazu führen, dass halt Unternehmen dieselben Bilder wie du nutzen. Ja? Wenn jetzt Bilder gekauft werden, lizenzierte, dann kann es immer wieder passieren, dass andere Unternehmen dieselben Bilder nutzen wie du. So. Außerdem haben wir in den letzten Jahren durch unsere ganzen Erfahrungen, die ganze Werbeschaltung, die wir gemacht haben im Bereich der Recruiting-Gewinnung, einfach gemerkt, dass Bilder, authentische Bilder, sehr, sehr viel besser ankommen auf Facebook, Instagram und so weiter, als diese gekauften Bilder. Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass Leute sich in gewissen Situationen eher wiedersehen oder wiedererkennen und sich dadurch angesprochen fühlen. Ein weiterer wichtiger Grund ist natürlich auch, dass wenn du im Social Media unterwegs bist, ja, das ist ja, man geht ja bis zu 90 Meter am Tag tatsächlich runter, und die Instagram- und Facebook-Welt ist scheinbar immer so perfekt. Und gerade jetzt fällt man auf, weil man einfach anders ist, sondern normal ist, seine eigenen Bilder nach außen strahlt sozusagen, fällt man im Feed viel mehr auf als wieder ein gestelltes Bild, wieder ein perfektes Bild, ja, scheinbar der perfekte Arbeitsplatz oder so. Aber gerade hier ist die Normalität in den Bildern das letztendlich der Benefit für dich selber. Auch nochmal darauf einzugehen, warum haben Leute überhaupt Angst vor den Bildern? Das ist natürlich erstmal, ja, gerade jetzt auch, wir stehen vor der Kamera, ja, man muss sich natürlich erstmal überwinden, aber wiederum muss man seinen Mitarbeitern oder auch vielleicht seinen Kollegen einfach mal klar machen, dass es nur ein Foto ist. Letztendlich ist es nur ein Foto von deiner tagtäglichen Arbeit. Ja. So, und dieser Mehrwert, den dieses Foto dem Unternehmen bringen kann, ist halt massiv. Letztendlich musst du vorstellen, wenn der Kollege sagt, nee, ich will nicht, und dann sagen wir, ey, du willst doch auch, dass wir einen weiteren Mitarbeiter einstellen. Willst du nicht auch, dass die Firma nach vorne kommt weiter, ja? Und das sind meistens so die Gründe, oder damit kannst du meistens dann auch die Kollegen überzeugen, dass sie sich fotografieren lassen können. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, den du aufgenannt hast. Ich will noch eine Sache ergänzen, und zwar gerade im Thema Mitarbeitergewinnung. Also die Erfahrung haben wir jetzt wirklich oft gemacht. Ich meine, in den allermeisten Fällen suchst du ja jemanden, der in dein Team passt. Ja, du suchst einfach eine Ergänzung zu deinem aktuellen Team, jemanden, der genauso ist wie dein aktuelles Team. Und es ist ja auch logisch, dass es denn gut funktioniert, wenn du einfach dein aktuelles Team bewirbst. Ja, weil auf der anderen Seite kennst du vielleicht auch von dir selber, du siehst irgendwas in den sozialen Medien, du siehst in dem Fall ein Team oder was auch immer. Du hast ja sofort ein Gefühl, ob du da jetzt reinpasst oder nicht. So, sind das jetzt Leute, die so ähnlich ticken wie ich? Sind es keine Leute, die so ähnlich ticken wie ich? Das kriegt man ja meistens schon über ein Bild oder ein Video transportiert. Und deswegen ist es halt so wertvoll, wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt von mir aus mal nur hier ein Handy, es muss überhaupt keine Fotokamera sein oder so, nehme die mit auf die Baustelle, fotografiere meine aktuellen Monteure, fotografiere meine Verkäufer, fotografiere meine Büroleute, mach Videos von denen und lad das einfach mal hoch. Weil du wirst damit genau solche Leute wiederum anziehen. Das ist eigentlich ganz, ganz logisch nachvollziehbar. Also geh da auf jeden Fall mal diesen Schritt. Das ist jetzt nichts außergewöhnlich Aufwendiges oder so, was du machen musst. Mach einfach diese Bilder, mach diese Videos. Wenn du genau wissen möchtest, was du da brauchst oder was gerade gut funktioniert, wende dich gerne an uns. Wir geben jedem unserer Kunden quasi immer Blueprints an Bildern, Videos, die sie jetzt gerade machen sollen, was gerade gut funktioniert. Und dann wirst du merken, können alleine diese Bilder, diese Videos halt einen Unterschied machen für deine Kampagne. Und das ist am Ende des Tages der Grund, warum du einen Mitarbeiter einstellst oder vielleicht auch nicht. Genau, hast du dazu noch was zu sagen sonst? Was halt auch
persönliche Erfahrung vielleicht auch. Ich werde jetzt mittlerweile auch angesprochen, ja, und man fragt immer wieder, hey, wie ist es denn eigentlich bei euch zu arbeiten? Ich sehe dich da immer auf Social Media. Also man wird automatisch, wenn man erstmal mit eigenen Bildern Werbung macht, auch ein bisschen attraktiver als Arbeitgeber, ja. Also ob man es will oder nicht, aber ich werde immer wieder jetzt angesprochen und ja, bei euch scheint ja alles cool zu sein und du machst ja Fotos und da und wie ist das? Und das gibt mir auch das Gefühl, ja, bei uns läuft es gut aktuell, ja. Und diesen positiven Effekt würde ich auf jeden Fall mitnehmen, ja, dass man aus, nach außen jetzt als noch attraktiverer Arbeitgeber wahrgenommen wird. Ja, definitiv. Ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, ja, falls du wissen möchtest, wie das Ganze für dich funktioniert, melde dich gerne bei uns. Ansonsten schau dir die weiteren Videos auf jeden Fall an. Abonnier den Kanal, abonnier die Glocke bzw. aktiviere sie und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.